Kroatien gegen Italien, das Adria-Duell hier ums Weiterkommen in der Gruppe B bei dieser Fußball-Europameisterschaft. Was für ein geiles Duell. Und diese Gruppe B ist ja auch die Todesgruppe, bei der die Kroaten schon fast mit einem Bein im Grab stehen, oder? Ja, es ist auf jeden Fall nicht nur die Todesgruppe, sondern es ist auch für mich das attraktivste, mit Abstand attraktivste und spannendste Spiel jetzt am dritten Spieltag in dieser EM-Vorrunde. Warum? Natürlich auch wegen der Niederlage der Italiener gegen Spanien. Die haben jetzt knapp mit 1:0 dort verloren, hatten eigentlich vom Spielverlauf einen viel höhere Niederlage verdient gehabt, aber sie haben gut gekämpft, haben auch gut dagegen gehalten, nichtsdestotrotz. Aber mit einem Unentschieden wären sie halt safe weiter gewesen. Jetzt ist es so, die haben 3 Punkte auf dem Konto, kein wirklich gutes Torverhältnis. Und wenn Kroatien dieses Spiel gewinnt, dann sind sie mit 4 Punkten sowieso weiter, klar, Zweiter. Aber Italien wird mit 3 Punkten und einem negativen Torverhältnis wahrscheinlich draußen sein. Und deshalb ist da schon viel Brisanz drin. Die Kroaten sind ja wie bei jeder Welt- und Europameisterschaft mit viel Erwartungen gestartet, hatten dann keine Chance gegen Spanien. Und was war gegen Albanien los? Vielleicht kannst du das besser analysieren, aber waren sie da vielleicht schon zu sehr mit dem Sieg in den Köpfen in der Kabine und dann kommen diese frechen Albaner ums Eck und boxen da noch, wichsen da richtig noch eine Kiste rein? Mhm. Oder ja, was war da los? Also für Kroatien geht es wirklich um alles und da hätte ich persönlich nicht mit gerechnet. Ja, der Punkt ist halt, dass die Kroaten halt schwächer sind als in den vergangenen Turnieren. Das war zu erwarten, wenn man die Mannschaft so anschaut. Da ist jetzt kein richtiger Star dabei, wenn man vielleicht Guardiol als Superverteidiger mal ausnimmt. Stanisic, klar, ist mit Leverkusen Meister geworden. Wir brauchen nicht jeden Einzelnen darüber diskutieren. Und ich sage das ja explizit und inkludiere auch Modric, der natürlich in seinem hohen biblischen Alter auch nicht mehr der junge Typ ist, der jetzt hier einfach der Grund ist, dass Kroatien zu den Top-Teams zählt. Und deswegen war zu erwarten, dass die gegen Italien und gegen Spanien das Nachsehen haben. Umso krasser ist, dass sie gegen Albanien nicht gewinnen konnten. Denn dieser kleine Fußballzwerg Albanien, dem hat ja gar keiner irgendwas zugetraut. Dann haben sie schon gegen Italien eigentlich besser performt, als man das erwartet hätte. Sie haben halt immerhin ein Tor geschossen und sie wurden nicht abgeschossen. Das hätte man auch erwarten können. Während die Kroaten natürlich auch durch ein Tor in der Nachspielzeit Pech hatten, aber wenn du auf Glück oder Pech angewiesen bist, dann ist das auch ein Zeichen für fehlende Klasse. Und im Vergleich zu den Italienern fehlt den Kroaten einfach diese Klasse. Denn wenn du auch die Italiener anschaust, natürlich haben die auch keinen absoluten Star. Und bei Italien ist das aber was anderes. Die brauchen das nicht, wie man auch schon bei der letzten EM gesehen hat. Die haben eine super Verteidigung. Sie haben einen Weltklasse-Torwart, das muss man auch sagen. Deswegen haben sie auch gegen Spanien nur ein Tor kassiert. Und das war noch dazu ein sehr selten dummes Eigentor von Calafiori. Und sonst hätten die hier vielleicht sogar noch einen Punkt gegen Spanien sich ergaunert, muss man fast sagen. Denn es war ja kriminell, wie die hergespielt wurden von den Spaniern. Also weder Italien noch Kroatien sind hier überzeugend gewesen bisher. Deswegen ist auch die Quote für ein Unentschieden dementsprechend relativ niedrig mit einer 3,2. Nun ist es aber so, wem nützt dieses 3:2? Natürlich nur den Italienern. Und genau die Italiener sind auch die, die eher hier unentschieden spielen können als die Kroaten. Dass die Kroaten jetzt einen raushauen und dieses Spiel gewinnen, da ist die Wahrscheinlichkeit schon ultra gering, oder? Wie siehst du das? Also gibt ja viele Kroaten, die man mal zuschauen und dann auch gerne sehr emotional kommentieren. Und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere eine andere Meinung dazu hat und vielleicht denkt, die Kroaten wären hier Italien halbwegs gewachsen. Dann will ich aber auch eine Begründung dazu. Warum glaubst du das? Woher nimmst du dieses Vertrauen? Nur weil Kroatien irgendwann mal in einem WM-Halbfinale stand, ist ein bisschen zu wenig, oder? Also die spielen ja jetzt hier nicht nochmal gegen Albanien, wo ihnen vielleicht mit Glück oder mit Pech irgendwie ein Punkt oder ein Sieg
zufliegen könnte. Sie spielen einfach gegen Italien. Und wenn wir was wissen, dass Italien sehr schwer zu besiegen ist und wenn selbst die vielleicht beste Mannschaft der Welt, Spanien, nur 1-0 gegen Italien gewinnt mit Hilfe eines Eigentores, dann ist das einfach ein Zeichen dafür, wie stark Italien ist. Und da sehe ich Kroatien einfach schwächer. Dann kommen wir noch mal ganz kurz einfach auf die Quoten, jetzt mal fernab jeglicher Stärken und Schwächen. Wo sehen wir denn Value? Und vielleicht kannst du da direkt mal mehr anzeigen, was es so gibt, weil mir sticht schon etwas ins Auge. Und das ist halt einfach, dass Kroatien eine 3-2-Quote hat, plus das Unentschieden. Und dementsprechend gibt es auf 1x doppelte Chance eine 1-6er-Quote. Für mich ist tatsächlich das wahrscheinlichste Ergebnis ein Unentschieden. Sei es ein 0-0 oder 1-1, einfach weil die Italiener 1 auch wirklich immer können werden und das ist Mauern. Und Kroatien kann jetzt auch nicht zu krass das Spiel angehen, weil du spielst gegen eine konterstarke Mannschaft. Deshalb glaube ich, dass es von der Ausrichtung, dass wir ein langes 0-0 sehen werden. Und dann, weiß nicht, mich hat jetzt Italien halt auch nicht überzeugt. Deshalb finde ich aus wetttechnischer Sicht 1x ist tatsächlich mein Tipp. Mhm. Da werden wir nicht zusammenkommen, außer bei dem X halt. Weil, wie gesagt, das reicht den Italienern und dann sind die Kroaten draußen. Ich kann mir aber halt vorstellen, dass die Kroaten den Italienern vielleicht ins offene Messer laufen und sich dann einen Konter fangen und gerade vielleicht auch bei Standardsituationen, wobei da die Kroaten wahrscheinlich sogar ein bisschen noch größer sind in der Defensive, aber ich sehe einfach hier einen Italien-Sieg und meine Wette wäre dementsprechend auf unentschieden keine Möglichkeit Italien, wenn diese Quote nicht so schlecht wäre, gell? Weil es gibt ja oft den Fall, dass so eine 2,3er-Quote dann bei Unentschieden keine Möglichkeit noch eine 1,8 gibt, wie das zum Beispiel bei Ungarn der Fall war. Die Quote auf dem Ungarn-Sieg war ja nur minimal besser mit 2,4 und dann kriegst du hier aber 1,8, wo ich sage, vielen Dank dafür. Bei Italien sage ich, das ist keine gute Wette, weil die Gefahr eines Unentschiedens, wir haben es ja schon gesagt, natürlich gegeben ist, weil, wie gesagt, Italien auch das nicht unbedingt gewinnen muss. Die werden sich einfach kein Bein ausreißen. Und am Ende reicht es bei Kroatien wahrscheinlich in der Offensive einfach nicht, da Tore zu schießen. Sie hatten gegen Spanien schon gute Chancen. Ich glaube sogar einen Elfmeter, oder? Und dann haben sie kein Tor geschossen. Ja. Und die Chancen gegen Albanien haben sie zwar ein bisschen besser genutzt, aber who the fuck ist Albanien? Und im Fußball zumindest, da ist dann die Offensive der Kroaten jetzt auch nicht so, dass ich da mir großartig Sorgen für meine Amigos in Italien mache. Amici, sorry. Zu guter Letzt, deine Ergebnistipp? Das ist schwierig. Ich schwanke zwischen einem 1-0 für Italien, einem 2-1 für Italien oder einem vielleicht wirklich einem Unentschieden. Wetttechnisch ist ein Unentschieden bei der Quote sinnvoller als ein Italien-Sieg. Das muss man so sehen. Nur fehlt mir hier einfach der Bock, auf ein Unentschieden zu wetten, weil ich auch nicht ganz unparteiisch bin. Ich meine, mein größter Lebenstraum ist, ein Haus in Italien zu haben. Und den werde ich mir früher oder später erfüllen mit meinem Wettgewinn oder wenn ich was erbe oder wenn ich halt einfach es mir leisten kann. Aber es ist trotzdem so, da bin ich halt ein bisschen parteiisch, ganz klar. Und deswegen ist das kein guter Ratgeber, wenn man eine Wette abschließen will. Ich sage, das Spiel geht 1-1 aus. Das ist ein Tipp, den man durchaus verstehen kann. Gab es ja auch schon öfter bei dieser EM und ist allgemein ja beim Fußball nicht das überraschendste Ergebnis. Dann würden beide treffen, sagst du auch. Und schauen wir mal, was so die Quote direkt wäre. Das wäre eine 6,2 auf ein 1-1. Ist damit auch die niedrigste Quote und von den Buchmachern auch das realistischste Ergebnis.
Die zweitrealistischste Quote wäre dann 1-0 für Italien. Aber was wir hier bei diesem Quotenboost auch noch sehen, und ich habe eigentlich gesagt, ich will nicht mehr auf beide Treffen gehen. Italien gewinnt und beide Treffen hat eine 5,1. Wenn du Italien gewinnst mit 2,3 hast und beide Treffen mit sowieso nur 1,67, dann ist wieder time for the calculator. Zückt die Taschenrechner, Klassenarbeit. Italien Sieg 2,3 mal 1,67 für beide Treffen ergibt eine 3,92. Und das ist sogar schlechter als das, was hier Neobet als uns als normale Quote verkaufen will. Und dann haben wir nämlich eine Steigerung von 3,29 auf 5,1. Wenn wir das davon abziehen, erhalten wir ein Value von 3,5 von fast 30%. Und ich habe es schon mal beim Spanien-Spiel ausführlich durchgerechnet. Das war da Spanien gegen Italien. Habe ich die gleiche Wette genommen aus diesen Gründen. Habe sie verloren. Aber ist natürlich klar, es ist eine Fünferquote. Ich musste ja auch nur alle viermal gewinnen. Dann mache ich damit Plus. Und wenn ich sie jetzt schon ein, zweimal verloren habe, dann steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass diese Wette so einläuft. Auch weil die Kroaten natürlich Tore schießen müssen. Im idealen Spielverlauf gehen die Kroaten früh in Führung. Die Italiener müssen dann doch etwas tun, tun dann was, gleichen aus und sagen, nee, das reicht uns nicht, wir schießen noch ein Tor und wir gewinnen das mit 2-1. Und dann wäre diese Wette eingetroffen und dementsprechend ist das... Italia! Italia! Gewinnt und beide treffen. Dann gönnen wir den Kroaten halt ein Tor, oder? Was sagst du dazu, zu diesem Spiel, das ja so spannend wird? Und schaffen vielleicht die Kroaten sogar die Sensation? Dann kommentiere mit 1 oder kommen einfach die Italiener weiter und du kommentierst mit 2 oder schreib mir einfach, was du von diesem Spiel erwartest. Gewinne mehr mit den besten Quotenboosts von Neobet über den Link in der Videobeschreibung.